Und Action! Cut! Etage TV! Ist doch toll, was unser Körper so alles kann. Rennen, springen, balancieren und vieles mehr. Noch spannender wird es, wenn wir in unseren Körper diese Wundermaschine hineinschauen. Also kommt doch mal mit ins Kindermuseum Neu-Ulm in die Ausstellung Kopfüber, Herzwärts. Herzlich willkommen im Kindermuseum Kopfüber, Herzwärts. Hier könnt ihr erstmal eure Schuhe ausziehen und warme Socken anziehen. Jeder von euch hat ja so eine Wohlfühlkarte. Ja. Dann könnt ihr euch erstmal wiegen und dann an den Laptops anmelden. Okay, jetzt könnt ihr euren Namen eingeben und danach euer Gewicht. Hallo, hier ist das Ankleidezimmer. Hier könnt ihr euch verschiedene Sachen aussuchen und anziehen. Und hier haben wir viele verschiedene Klamotten, wie so ein Kleid. Oder wir haben eine Bademode zum Beispiel. Das kann man auch ganz gut mit Flossen anziehen. Und jetzt könnt ihr euch umziehen. Juhu! Juhu! Ja. In jeder Ecke gibt es was zu tun, wie zum Beispiel balancieren. Hier kann man die Wohlfühlkarte in den Scanner reintun. Also es gibt hier die da. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, Foto! Tja, da sind wir schon wieder. Hier ist der Detektivraum, wo ihr euch selber entdecken könnt. Was zum Beispiel, Vanessa? Man kann sich selber entdecken und zum Beispiel die Füße messen. Hier gibt es einen Pass zum Ausfüllen. Ja, also jetzt zum Beispiel Augenfarbe, Hautfarbe, Muttersprache, Schuhgröße, Geschlechtsgewicht und Körpergröße und so weiter. Ja, und hier kann man seine Haarfarbe und ob man sie glatt, lockig oder wellig hat. Und hier kann man die Augenfarbe sehen, welche Augenfarbe man hat. Wir sind hier in dem Muskelraum. Hier können wir testen, wie viel Kraft wir haben. Und das wird jetzt uns Erik vorführen. Und hier sieht man jetzt, wie stark er werfen kann. Dann drückt er den grünen Knopf und nimmt die Karte wieder mit. Die Arme haben wir jetzt getestet und jetzt kommen die Beine dran. Mal schauen, wie viel Beinmuskeln André hat. Also wir sind hier in der Lunge und mein Freund Julian, der tut hier seine Ausdauer beweisen. Er wird 3 Minuten lang Fahrrad fahren in der Natur und ja, und wird hier jetzt seine Ausdauer beweisen. Kurz vorm Ende. Der Ausdauertest ist beendet. Also gut, cool, hast gut gemacht. Du hast deine Ausdauer richtig gut bewiesen, Julian, und mal gucken, wie es beim nächsten Spiel ist. Also man muss durch die Ventilatoren durchblasen und dann kommt das so ein aufgeblasener Luftballon in die Mitte. Also wir sind hier in der Küche, wir spielen am Esstisch ein Spiel über gesundes Essen, also eigentlich über Früchte. Und hinter uns erwartet euch eine Überraschung an der Küchenzeile. Was ist wohl in den Schränken drin? Hier kann man gut ein Auge sehen, wo sich dann bewegt.
Man kann da auch einen Ton hören. Es tut Brummen und Rülpsen. Wir haben jetzt gerade gegessen und jetzt müssen wir das alles verdauen. Kommt doch mal mit und dann könnt ihr sehen, wie eigentlich es verdaut wird. Das war richtig anstrengend, aber auch richtig cool. Findest du nicht auch? Ja, und was am meisten Spaß gemacht hat, dass wir auf einmal runtergerutscht sind. Was ich mich eigentlich frage, wo sind wir überhaupt gelandet? Also, wir sind jetzt hier im Badezimmer. Hier hat man zum Beispiel als Spiel Zähne putzen. Ich zeige euch das jetzt mal. Als Essen kann man zum Beispiel ein Eis auswählen. Nun kann man die Zähne putzen. Es gibt noch viele andere Spiele hier im Badezimmer und das zeigen wir euch jetzt. Na, was glaubt ihr? Ich schätze Pipi. Richtig. Wenn du Pipi machst, verlierst du mehr Wasser, als wenn du Gaga machst, schwitzt oder weinst. Wir können denken, weil das Gehirn Nervenzellen hat. Und die sind alle miteinander verbunden. Der elektrische Impuls wird von der Nervenzelle zur Nervenzelle weitergegeben. Und er trifft auf den Muskel und deswegen bewegt er sich. Wie viel Millimeter wächst ein Haar eigentlich pro Tag? Es wird ungefähr 0,4 Millimeter länger. Da wir 100.000 Haare auf dem Kopf haben, produzieren wir also jeden Tag 40 Meter Haar. Sommersprossen sind eine vererbbare Farbveränderung auf der Haut, die durch Melanin verursacht wird. Pigmentzellen bilden das Melanin. Das legt sich auf die Haut. Wie lauter kleine Sonnenschirme. Das sind die Sommersprossen. Um zum Beispiel den Unterarm zu bewegen, braucht man Knochen, ein Gelenk, Muskeln mit Sehnen und Nerven. Wenn das Gehirn jetzt einen Befehl sendet, wird er über die Nerven an den Muskel weitergeleitet und der Muskel zieht sich zusammen. Blut ist rot, weil in der Blutflüssigkeit, die man Plasma nennt, viele rote Blutkörperchen schwimmen. Aber warum sind die Blutkörperchen rot? Weil sie Eisen enthalten. Und das färbt die Blutkörperchen rot. Drüsen produzieren in der Haut eine fettige Substanz. Den Talg. Produzieren die Drüsen nun aber zu viel Talg, verstopfen die Poren. Bakterien können sich nun prima vermehren. Und es entsteht eine Entzündung. Pickel! Also wir sind hier im Energiezentrum vom Herz. Und das ist ein Apparat, wo man seine eigenen Herzschläge hören kann und testen kann. Man tut das Herz an diesen Herzhörer oder wie man das nennt, dran und dann muss man die Kopfhörer aussetzen und die Schritte befolgen, damit man seine eigenen Herzschläge hören kann. Hier sieht man den Darm. Aus dem Darm werden Nährstoffe entzogen und die werden hier verbrannt. Man muss nur aufmachen und in den Ofen die Nährstoffbälle reintun. Hier kann man sehen, wie schnell das Herz schlägt. Wenn man zum Beispiel auf dem Sofa ganz normal rumliegt, ist es ganz langsam und ist schön beruhigt. Ist man zum Beispiel hier, wie Sarah, auf so einem Fitnessgerät, wird das Herz viel schneller. Wir sind heute im Raum der Sinne und hier gibt es sehr viele Spiele, zum Beispiel zum Hören, zum Sehen, zum Fühlen. Wir zeigen euch jetzt ein paar Spiele. Ich bin der Weltmeister in Gleichgewichtssinn und ich zeige euch jetzt hier das Spiel.
aus. Sehr, sehr lang. Klasse. Das hier ist das Reaktionsspiel mit den vielen bunten Knöpfen. Also hier muss man sehr gut hören können. Hier muss man erraten, von welcher Seite das Geräusch kommt. Rechts, links, rechts und links. Gut. Ihr seht, wie man hier fleißig arbeitet. Deswegen sind wir hier im Gehirnzimmer. Ich habe hier einen wichtigen Posten. Ich muss die Befehle an die anderen Körperteile schicken. Wir sind hier. In welchem Raum? In was für einem Raum sind wir eigentlich? Das ist mein Team. Nina, Julian.